Herzlich willkommen auch an dich, lieber Recording-Zuschauer, wirklich zu Teil 1 dieser dreiteiligen Call-Serie, sage ich einfach mal so. Die drei Calls, die jetzt quasi in 3 Wochen aufeinander folgen, werden definitiv aufeinander aufbauen. Deswegen, ja, wenn du das vielleicht schaust, sind schon alle 3 Teile draußen, dann solltest du auf jeden Fall sicher gehen, alle 3 Teile in dieser Reihenfolge zu schauen. Deswegen, Leute, bevor wir mit irgendwas loslegen, muss ich erstmal die Stimmung hier in dem Call checken. Deswegen gebt mal Bescheid, wer auf diesem Call hat Bock, P150 zu gehen. Schreibt mir ein P150 in diesen Chat, wenn ihr den ersten Rank erreichen wollt. Wenn ihr diesen ersten Step gehen wollt, dann gebt wirklich mal Bescheid. Okay, jeder Einzelne hier in dem Call hat auf jeden Fall Bock, diesen Step zu gehen. Mega, mega wichtig, mega, mega gut auf jeden Fall. Weil, Leute, der erste Step, viele bezeichnen es als den einfachen oder sind ja nur ein Team von 3 Leuten oder was auch immer, bezeichnen das, was ihr wollt, aber ich kann euch immer wieder sagen, der erste Step ist der schwierigste in diesem Business, ist der absolut schwierigste Business und deswegen so ein wichtiger Schritt. So viele Leute unterschätzen den P150 einfach, so viele Leute nehmen diesen Step einfach zu sehr auf die leichte Schulter oder, naja, geben sich überhaupt gar nicht, na, überhaupt bei die Mühe, sich wirklich darüber zu informieren, einfach wirklich, was sind die, vor allem die Skills, diese Aufgaben, die wirklich jemand beherrschen muss, um diesen Rank wirklich zu erreichen. Deswegen, Leute, seid ihr wirklich ready, seid ihr wirklich bereit, jetzt hier auf diesem Call wirklich zu erfahren, was ihr wirklich umsetzen müsst, wie euer Mindset wirklich ausgeprägt sein muss und welche Erwartungshaltung ihr an das Ganze reingehen solltet, um den P150 zu erreichen. Wir sehen hier wirklich einige Leute, die diesen Step schon gemacht haben. Deswegen, Leute, Props an die Leute, die wirklich den P150 schon gehittet haben und trotzdem hier am Start sind, weil sie auch dieses Wissen wirklich immer wiederholen wollen und wirklich sich diese Sachen einprägen wollen. Deswegen ist es so, so wichtig, sich auch Informationen immer wieder zu geben und, sage ich mal, nicht auf ein erhöhtes Treppchen irgendwie zu stellen, nur weil man irgendeinen Step schon erreicht hat. Deswegen, aber vor allem an diejenigen, die diesen Step noch nicht erreicht haben, die diesen Step heute, die Nuggets heute wirklich aufnehmen wollen, um diesen Step zu gehen, für die wird das Ganze heute extrem, extrem spannend. Denn Leute, die Speaker, die heute auf diesem Call sind, die haben wir definitiv nicht umsonst ausgewählt. Wir im Leadership haben uns intensive Gedanken gemacht, wer für diese Aufgabe wirklich bestens geeignet ist. Und das sind definitiv die beiden Bros, die heute wirklich uns dieses Wissen, diese Nuggets mitgeben. Denn Leute, die beiden Boys sind die absoluten Rekordhalter, was diesen Step angeht, zeitlich gesehen. Das sind die ersten beiden, die meinen zeitlichen Rekord für den P150 gebrochen haben und sind bis heute amtierende Rekordhalter. Deswegen gibt es keine Person, die euch dieses Wissen besser mitgeben können, die euch dieses Wissen noch besser vermitteln können, wie ihr wirklich schnell die Möglichkeit habt, diesen Rank zu hitten. Es waren genau 18 Tage. Leute, 18 Tage. Das ist definitiv ein Statement, was hier gesetzt wurde. Definitiv ein Statement. Denn Leute, ich habe von Tag 1 an gemerkt, dass die beiden definitiv nicht normal sind. Leute, in der Regel fangen viele nach einer Zeit, nach 3, 4 Wochen das Ganze mal an, ernst zu nehmen. Aber die beiden Boys nehmen das Ganze seit Tag 1 an, absolut ernst. Und das zeigen sie einfach wirklich extrem, beziehungsweise haben sie gezeigt, vor allem mit dem Statement, in welcher Geschwindigkeit sie diesen Rank erreicht haben. Deswegen will ich direkt mal das Wort an den ersten Speaker des heutigen Abends übergeben. Und das, Leute, ist niemand Geringeres als der liebe Elhan. Macht mal den Chat voll für den lieben Elhan, wirklich. Gebt ihm mal ein bisschen Liebe, gebt ihm mal ein bisschen Wertschätzung, vor allem für die Liebe, der in dieses Business steckt. Das ist nämlich genau der Punkt, der mich von Tag 1 an gerade bei ihm so extrem, extrem bewundert. Diese Wertschätzung, diese All-In-Mentalität, die er diesem Business gegenüber hat. Diese eindeutige Einstellung, dass es für ihn keinen Plan B gibt, dass er wirklich sein volles Herzblut in das Ganze hier steckt und genau das wirklich ausstrahlt. Denn Leute, diese Ergebnisse, dieses Ergebnis, wie es Elhan erreicht hat, das erreicht man nicht einfach so. Genau dafür braucht man diese Einstellung. Und deswegen bin ich extrem, extrem froh und dankbar, mit diesem Boy zusammenarbeiten zu dürfen. Denn es ist nicht einfach, wirklich Leute zu finden, mit denen man diese Leidenschaft so teilen kann, wie er es tut. Und deswegen, Leute, seid auf jeden Fall extrem gespannt. Holt euch jetzt Zettel und Stift parat und schreibt euch diese Nuggets mit, die er euch hier droppen wird. Denn, wie gesagt, ich kann es nur zu oft wiederholen, wenn einer weiß, wie man den P150 in einer absoluten Rekordgeschwindigkeit und in Perfektion hittet, dann ist er das. Und in dem Sinne, Leute, gebe ich jetzt mal die Bühne frei für den lieben
Elhan Seidov macht hier wirklich den Chat nochmal richtig, richtig voll. Zeigt ihm wirklich die Liebe, zeigt ihm, wie Bock ihr wirklich auf diesen Part habt. Korrekt, Mann, danke für die Worte, Bro. Geisteskrank, edifying, sag ich dir ehrlich. Ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall, Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt, hattet bisher eine gute Woche. Wie ich sehe, ihr habt ordentlich Energie mitgebracht diesmal. Ein bisschen mehr Leute als das letzte Mal drauf. Auf jeden Fall. Ja, mein Bruder und ich werden heute mal das Thema thematisieren, wie man einen Kickstart hinlegt, wie wir es getan haben. Und zuallererst, was ich einfach mal erwähnen wollte, seid euch bewusst, warum ihr das Ganze gestartet habt. Also materialistische Sachen, schön und gut. Also so eine Kette, was kostet die? Ein Fuffi oder so, ja. Aber die macht dich nicht glücklich. Oder so eine scheiß Cap, die macht dich auch nicht happy. Seid euch wirklich bewusst aufgrund dessen, was ihr wirklich, warum ihr gestartet seid. Also unser Why sind zum Beispiel unsere Eltern. Also for real unsere Eltern. Es gibt einmal dieses, ja, ich mache es wegen meinen Eltern, um einfach cool zu wirken. Aber was Austin Gottsey meinte, cool guys don't make money. Und das ist Fakt. Weil ihr müsst euch immer bewusst halten, warum ihr das Ganze gestartet habt. Ich habe eine scheiß Goldcard, die liegt immer noch auf meinem Bett. Und ich lese mir die jeden scheiß Morgen durch. Weil ich committed bin into shit. Ne? Hussein Jabbar hat gesagt, it's time to marry the game. Und ihr dazu, wie gesagt, auch gesagt, bau das Business, bau das Business nicht um dein Leben, bau dein Leben um das Business. Weil wir sind committed. Also uns interessiert das ja, was wir hier machen. Aber nicht viele nehmen es wirklich wahr und schätzen es wirklich, was für eine Opportunity wir hier haben. Und das ist so der Punkt, weil ich sag mal so, viele können starten. Oft, ich hatte auch schon Teampartner, die zahlen diese 170 Euro. Ich schreibe denen, da kommt einfach nichts zurück. Denke ich mir, Junge, hast du einen Schaden? Du zahlst diese Gebühren. Du nimmst es in Kauf. Aber warum nutzt du die Chance nicht? Also ich meine, jeder hat hier dieselben Möglichkeiten und Chancen, etwas aus sich zu machen. So, ich habe auch schon viel Scheiße durchgemacht. Natürlich, das gehört dazu. Jeder hat seinen Schuh zu tragen. Aber willst du wirklich jemand sein, der als Opfer betitelt wird? Willst du beneiden? Also willst du diese Aufmerksamkeit kriegen, dass Leute sagen, oh mein Gott, du hattest es so hart? Oder willst du einer sein, wo Leute sagen, guck mal, der hatte es so hart, aber der ist trotzdem durchgezogen? Und der erste Step ist der schwierigste Step, P150. Weil wir starten das ganze Game, wir gucken Academy, damals so die Academy. Richtig langweilig. Mein Bruder und ich, wir haben sie angeguckt, sagten, Alter, wohin? Also es geht nichts in meinen Kopf. Cedric Bierbaum hat mittlerweile ein geisteskrankes Bootcamp gemacht. Wer es immer noch nicht nach anderthalb Wochen geschaut hat, der ist lost, also for real. Das sind 6,5 Stunden Videomaterial und ich meine, also die Woche hat 7 Tage. Also guck, setz deinen Arsch auf einen scheiß Stuhl vor diesen scheiß PC und guck diese scheiß Videos. So, that's it. Und wenn du schon mal da drin bist, dann versteh das Produkt, sei plugged in, nutz das Produkt. Weil wenn du ins Network Marketing einsteigst, dann musst du doch bereit dazu sein, Leuten zu helfen, wenn sie Fragen haben. Leute machen das, aber können nicht mal traden. Die wissen nicht mal, was ein Stop-Loss ist. Denke ich mir, Junge, hä? Was hast du gemacht eine Woche? So, eine Woche maximal, dann ist man easy durch mit dem Bootcamp. Und grundsätzlich dazu, weil wenn Leute euch fragen, was ihr macht, direkt zu Beginn, ihr postet mal was, dann könnt ihr von 10 Fragen 9 beantworten, eine beantworten und 9 nicht. Und dann steht ihr doof da. Deswegen Interessensdefizit. Ne? Sag, guck mal, ich habe fast gestartet, so, ist echt eine feine Sache. Aber wenn du mal Bock hast, dir das anzuhören, schau mal und dann edifying. Direkt edifying. So wie es bei uns war, David wohnt eine Stunde von uns, wir haben das Blessing, so auf den. Und wir waren mit unseren damaligen Jungs draußen und ja, wir haben einfach gesagt, schaut mal, wir haben das mit jemandem gestartet, der ist echt krass in dem Game, macht es schon echt lange und kommt gerne vorbei, wir machen einen Termin fest, aber Jungs, uns könnt ihr absagen, aber wenn sein Terminkalender ist echt rappelvoll, wenn ich ihm absagen muss wegen dir, dann stehst du doof da, Daniel schreibt gerade, edifying, kurz erklären. Bro, einfach mal kurz so vorstellen, wer der nächste Speaker ist, weißt du? So viel dazu. Und also jetzt im Zoom-Call, also kurz vorstellen, schon gut promoten, Bro, damit sich die Person denkt, okay, ich muss zuhören, weißt du? Und das kannst du beim Zoom-Call direkt genauso machen. Ruf am besten die Person an oder sag sie persönlich, sag ihr, ey, hör mal zu, spitz deine Ohren, was geht ab? So, ne? Direkt mit Energie da rein, weil ich vergleiche es immer mit so Streichhölzern. Wir sind schon die entfachten Streichhölzer, aber
Genau, ja, Josh hat reingeschrieben. Wir sind die entfachten Streichhölzer und wir müssen diesen Funken rübergeben auf die andere Person. Weil wenn es einmal rüberkommt, dann spitzt die Person ihre Ohren und hört genau zu, was die Person sagt. Und in dem Fall Yoshi, Madi, Olli, Fabi, Rusek, ich, David, wenn ihr das Blessing habt, macht so eine Brisi. Und wir hatten gestern noch mal so eine Präsi gehabt, geisteskrank, also for real. Man merkt diese 4 Jahre Erfahrung, ist einfach so. Und wirklich schätzt das, dass David oder Yoshi oder sonst wer, die ich gerade benannt habe, sich die Zeit nehmen und dieses Value einfach weiterzugeben. Also, ihr müsst nur wirklich einladen. Also, lad dich Ding nochmal ein. Hey, was Yoshi meinte, als er bei uns war, bei dem Home-Event, einfach nach Meinung fragen. Hey, Bro, hey, Sis, an die Mädels hier. Hey, Bro, was geht ab? Schau mal, ich habe das jetzt gestartet so und ich weiß nicht, was ich mit dem Ganzen anfangen soll. So, ich würde echt gerne deine Meinung dazu wissen. Deswegen, ich lade dich herzlich ein, ja. Und da kommt mein Businesspartner, stellt mir das Ganze vor. Vielleicht erwähnen noch, damit sich die Person denkt so, okay, ja, ich helf der Person mal. Vielleicht sagen, ich bin bei dem Ganzen ein bisschen skeptisch, obwohl es nicht so ist. So, ihr verarscht die Person im guten Sinne, weil es ist eine geile Sache. Wir sind ja überzeugt davon. Und so kriegt die Person einfach rum, wirklich zu kommen. Und sich das Ganze mal anzuhören, weil es ist geisteskrank, was uns hier geboten wird. Und versteht das Bigger Picture von IAM. Ne? Es ist einfach geisteskrank, weil es ist die einzige Plattform, wo wir wirklich ein Produkt haben, was Geld vermehrt. Das egal war. Also es gibt Infinity, Market Peak. Ich wurde schon zweimal angeschrieben von Infinity. Ich denke mir, Junge, ich bin bei IAM, nerv mich nicht. Das ist das Krasseste, was es gibt. Das habe ich schon zweimal erwähnt. Der eine wollte meinen Account kaufen für 10 €. Dachte ich mir, Junge, hast du einen Schaden? Gib mir wenigstens 100 €, weil ich bei IAM bin, aus Prinzip nur. Aber anderes Thema, ne? Und was auch wichtig zu erwähnen ist, so zu Beginn, wenn ihr ins Network Marketing einsteigt, ihr werdet Hate bekommen. Das ist immer so. Ihr werdet immer von den Leuten Hate bekommen, die euch am nächsten stehen. Weil die sind einfach skeptisch dem gegenüber in der Regel. Weil es einfach neu ist. Das ist vollkommen normal, weil Menschen haben Angst vor neuen Sachen. Das ist egal bei welcher Thematik. Nicht nur bei IAM, auch ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, ich weiß nicht so ganz. Ist das für mich? Ist das doch nicht für mich? Wir haben Angst, irgend so einen Step nach links zu machen, um was Neues zu erfahren. Aber es ist ganz normal, weil die wahren Freunde werden sich herauskristallisieren, wie es jetzt bei uns der Fall war. Und ich sag mal so, wenn die Person wirklich Bock drauf hat, dann wird die auch nochmal auf euch zukommen. Erstens das. Und das hat Daniel Ramos gebracht in Düsseldorf, bei dem neulichen Event, wo wir waren. Ihr müsst euch vorstellen, ihr steht auf dem Stuhl, ihr seid quasi höher, ne? So jetzt bildlich gesehen, ihr seid so hier oben und die Person steht hier. Ihr gebt die Person die Hand und ihr wollt die hochziehen, aber nach oben zu ziehen ist ja schwer. Aber die Person, die unten steht, hat es leicht, weil die kann euch runterziehen und sagen, es ist Scam. Also behaltet das Beispiel immer im Kopf, weil die Personen, die unten sind, werden das immer schlecht reden, was ihr verändern wollt, weil ihr kommt aus demselben Kreis. Und das ist der Punkt. Die werden nicht für euch applaudieren, weil die kommen aus demselben miesen Drecksort, wie ihr es tut. So viel dazu, ne? Und halt wirklich einfach das Produkt verstehen und wirklich auch nutzen. Also wir machen hier kein Dingens, ich wollte gerade einen Namen nennen, aber wir machen hier nicht nur Vermarktung von einem Produkt, das wir gar nicht nutzen. Das ist ja Bullshit, das ist Nonsens. So, dann können wir woanders hin das da machen und irgendwie Beautys da verkaufen. Aber wir wollen ja wirklich traden, erlernen und finanziell unabhängig werden mit der Zeit natürlich. Ne? Und wirklich seid plugged in. Guckt Go-Live-Sessions, guckt dies, guckt Mentorship-Calls. Ihr müsst euch auf eine Frequenz bringen, dass Leute merken, okay, da hat sich schon im Kopf was verändert. Wenn ich mit jemandem spreche, der mich vor einem Jahr zuletzt gesprochen hat, der wird schockiert sein, was in den letzten 4 Monaten bei uns passiert ist. Und es ist positive Veränderung, weil es ist traurig zu sehen, dass eine Person nach einem Jahr immer noch am selben Scheißort ist, wie sie es damals war. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen Veränderung. Wir wollen Wachstum. Und es bedarf auch Zeit. Selbst wenn Leute Nein sagen, Ilja hat es, glaube ich, gesagt in Barcelona. Oder war es Ilja? Oder Morisot? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall bei einem Teamtraining. Tun. Was heißt tun? Ist jetzt ein einfaches Begriff. Also es gibt das T, Termine, U und N für Neins. Es ist ganz normal, Neins zu bekommen. Aber Nein steht nicht, also Nein steht nicht direkt für Nein, sondern noch eine Information notwendig. Deswegen, ihr könnt auch relaunchen. Ihr habt schon eine Person mal eingeladen, dann geht die mal durch. Zum Beispiel jetzt bei der Promo. Wenn ein oder andere seit Januar dabei ist, gefühlt die letzten, ja, gefühlt seit Dezember ganze Zeit Promo, sagt der Person, ey, schau mal, ich bin gerade durch meine Liste gegangen und
Ich wollte dich mal fragen und dazu nochmal einladen, weil ich weiß nicht, wie lange das noch halten wird, weil ich habe echt viele Anfragen mittlerweile, aber du bist mein bester Bro. Ich will das mit dir durchziehen. Einfach ein bisschen FOMO verpassen, ein bisschen Fear of Losing verpassen. Es schadet nie. Und genau, habe ich schon noch was aufgeschrieben, Moment. Von Thaddäus, ja genau. Ich habe heute noch einen Mentorship-Call von ihm angehört. Ich glaube, viele Leute haben Angst, etwas zu verändern, haben Angst, den ersten Step zu wagen. Und sie sind sich immer noch, haben immer so ein mulmiges Gefühl. Aber ich sag mal so, boah, das war absolut crazy. Ich habe mir das angehört und dann sagt Thaddäus so, du musst deiner Angst Angst machen. Das hört sich jetzt voll paradox an. Ich glaube, manche denken hier, ich bin high. So. Aber was ich damit meine, ist einfach letztendlich, weil die Angst, viele verbinden das mit schlechten Gedanken, dass man es nicht schafft. Aber 99% der Ängste, die wir uns vorstellen, die Szenarien, die wir im Kopf haben, die finden gar nicht statt. Das ist einfach nur Illusion, sage ich mal, ne? Und was ich letztendlich damit meine, der Angst, Angst zu machen, die Angst will, das ist ja ein Murphy. Sie wollen dich ja dazu überreden, aufzuhören. Aber zeig der Angst mal, dass du einen Scheiß darauf gibst. Zeig dieser Angst mal, Scheiß drauf, ich scheiß auf dich, ich mach trotzdem weiter. Und das ist die einzige Möglichkeit. Wenn du Angst vor Veränderung hast, mach weiter und du wirst Ergebnisse bekommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und that's the point, weil du musst halt wirklich im Kopf so weit sein, dass du wirklich diese Angst, diese Murphys in Kauf nimmst. Einige Leute sagen zu mir, der Tag war echt hart. Da habe ich jetzt gut ge. Ich will es nicht aussprechen, aber ja, da machst du doch zurück. Sei doch noch stärker als der Tag, wie es der Tag war. So, ich meine, also in welchen Phasen lernt der Mensch am meisten? Schreib es mal bitte in den Chat. In den guten Phasen oder in den schlechten Phasen? Ich gehe mal jetzt drauf. Schlecht, schlecht. Schlecht, nicht schlecht. Hier, das ist die Antwort. Und wenn Scheißtage kommen, dann macht weiter. Weil die schlechten Tage, die machen letztendlich die Macher aus. Ne? Die machen letztendlich die Macher aus und wir sind alle hier Macher. Ich will es jetzt nochmal erwähnen, mit dem Beispiel, mit dem Sperrmüll drum und dran. Aber ihr habt schon mal von mir gehört. Brauche ich doch mal zu erwähnen. Und es wird schwer sein, weil wir jagen die Millionen. Es ist Fakt. Wir haben keinen Bock auf 9 to 5, wir haben keinen Bock auf einen Chef. Heute hat mich mein Direktor angerufen, weil ich habe hier Bandscheibenvorfall dies und das. Ich mache meine Ausbildung nicht zu Ende. Sehe ich nicht ein. Ne? Er hat mich heute angerufen, sagt er mir, ja, wie sieht es denn aus? Gesundheitlich haben sie sich Gedanken über ihre Zukunft gemacht. Denke ich mir, Bro, ich habe ganz andere Probleme gerade. Mama krank, Oma verstorben, Bandscheibenvorfall. Du willst mir irgendwas über meine Zukunft erzählen? Du Dulli, ich werde in 3 Jahren mehr verdienen als du. Du willst mir irgendwas erzählen? Und das einfach dieses Mindset. So, ihr wisst, wir sind am richtigen Punkt. Wir sind am richtigen Punkt. Wir haben die Information. Wir haben die Information. Wir müssen es nur verdammt nochmal nutzen. Ich raff's nicht. Ich verstehe nicht, wie Leute es nicht verstehen, dass I am die Lösung für alle sein kann. Aber wir müssen es nur nutzen und Geduld haben. Weil viele geben zu früh auf und letztendlich wieder im 9 to 5. Dann denken sie sich, nach 3 Jahren, boah, hätte ich mal durchgezogen, hätte ich mal dies gemacht. Ja, Bro, 3 Jahre vergangen. Aber du warst einfach ein Schwätzer. Und that's the point. Wo haben wir? Halbe Stunde vergangen, so schnell geht's. Ich habe auch nicht mehr Punkte zu erwähnen, ehrlich gesagt. Ihr habt jetzt, glaube ich, genug Nuggets von mir bekommen. Hoffe ich mal. Ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben. Ich würde den nächsten Speaker edifyen, ne? Er ist mein älterer Bruder. Weil Twix, immer zusammen. Genau, also so die letzten Wochen und so habe ich einfach gemerkt, der ist doch auf jeden Fall ordentlich am Start. Ne? Manchmal hat man Tage, da bin ich auch abwesend, er genauso. Aber jetzt so die letzten vergangenen Tage haben wir gemerkt, so ein Make-or-Break-Call mit einigen Leuten schadet nicht. Joshi hat es mal im Leadership-Call erwähnt. Make-or-Break, weil wir müssen Fakten sprechen und das hat der Bruder auf jeden Fall verstanden. Also er sitzt jetzt neben mir nicht, dass er denkt, dass er weird aussieht. Also der hat es verstanden, der spricht Fakten. Wir haben die Schnauze voll mit Schwätzern zu arbeiten. Es ist jetzt nur durchgehasselt. Es gibt kein Zurück mehr, es gibt kein Plan B. For real. Und das müssen wir halt wirklich kapieren, dass I am wirklich für alles die Lösung sein kann. Wir müssen nur halt dranbleiben. Und er und ich, wir sind Hustle Buddies. Wir werden bis an den letzten Tag zusammen hustlen, ne? Wirklich wir unsere Eltern freimachen und sonst was. Und es ist geisteskrank, dass er einfach mein älterer Bruder ist, dass ich mir dennoch viel abgucken kann.
Und ich würde einfach sagen, Sage ist yours. Yes, sir. Easy. Spam mal ein bisschen in den Chat, Leute, ja? Mal ein bisschen Feuer rein. Da wieder ein paar. Was geht ab, Leute? Seid ihr überhaupt am Start? Zeigt mal eure Energie in dem Chat, weil bevor ich den Chat nicht explodieren sehe, werde ich hier gar nichts droppen. Deswegen zeigt mal eure Energie. Wir haben die Energie. Wir haben den ganzen Tag gefastet. Kein Schluck Wasser. Kein Essen. Wir haben gegessen und sind committed, direkt auf den Call zu kommen. Deswegen, guys, let's go. Gut Energie reingebracht. Ich starte mein Part auf jeden Fall. Feiere ich auf jeden Fall, wie aktiv ihr seid. Wie stark ihr am Ball seid jetzt gerade hier in dem Call. Und wie Elan schon gesagt hat, wir sind jetzt dafür da, um die Nuggets und die Steps weiterzugeben, die wir zum Puma 50 gebraucht haben. Das ist jetzt unser Job hier, ja? Deswegen möchte ich einfach ganz kurz vorab, wer jetzt noch keinen Block hat und keinen Stift in der Hand hat und noch nicht mitgeschrieben hat, jetzt allerhöchste Zeit. Es war gerade schon allerhöchste Zeit, aber falls noch nicht, holt eure Stifte raus oder eure Blocks aus, ja? Easy going, let's go. Schaut mal, auf unserem Weg zum Puma 50, das ging super schnell, weil wir haben direkt gecheckt, worum es geht. Und ich hatte die Schnauze voll vom Larifari hier, Larifari da. Und ich habe mir gesagt, Digga, wenn du dieses Business startest, ziehst du durch. Scheißegal, was kommt, scheißegal, was passiert. Weil eins kann ich euch definitiv sagen, es werden Menschen kommen und gegen euch sein. Zu 100%. Bei uns war es so, bei jedem war es so. Bei jedem, der wirklich an der Spitze ist. Wir sind noch nicht an der Spitze. Das will ich jetzt gerade damit nicht sagen. Aber bei jedem, der an der Spitze ist und an die Spitze gekommen ist, der hat Menschen gegen sich gehabt im Leben, wo er nicht dachte, dass sie gegen ihn sind. Weil bei uns war es so. Aber wisst ihr was? I don't give a shit. Weil eins müsst ihr verstehen, wenn ihr oben seid, ist euch das egal. Wenn ihr eure Ziele erreicht habt, ist euch das egal, weil ihr wart der Grund dafür, dass ihr es erreicht habt. Nicht die Menschen, die euch gehatet haben, die euch nicht gegönnt haben. Scheißt auf diese Menschen. Wortwörtlich, scheißt auf diese Menschen. Das ist kein Spaß mehr hier. Das ist kein Tennisclub, das ist keine Golfgruppe, wo wir uns in der Woche einmal versammeln, um die Golfschläger zu schwingen oder sonst was. Checkt es, das ist ein Business. Und wenn ihr euer Business nicht ernst nimmt, nimmt das Business euch nicht ernst. Ich wiederhole es. Wenn ihr euer Business nicht ernst nimmt, nimmt euer Business euch nicht ernst. Und das ist einfach der Punkt, den wir direkt verstanden haben. Ich wusste, man muss hier wirklich nicht nur Motivation reinstecken, weil es heißt immer Motivation versus Dedication. Ilya Zubix. Motivation versus Dedication. Motivation, das sind Emotionen, das sind Gefühle, die da sind, wenn ihr geile Sachen seht. Wenn ihr die Lambos seht, wenn ihr die Ferrari seht, wenn ihr die Ketten seht, dann seid ihr motiviert. Ihr denkt euch, fuck, das ist geil, ich will auch so fresh aussehen, ich will auch so leben. Aber wenn diese Emotionen weg sind, was habt ihr dann noch? Das ist einfach der Punkt. Was haben wir dann noch? Und dann ist die Dedication gefragt. Die Hingabe, die Widmung zum Business, zum Team, zum Trading. Wie das kommt, wir müssen checken, was hier wirklich möglich ist. Hier geht es nicht nur um Network, hier geht es nicht um Teambau, Trade and Build. Und das ist der Punkt, was wir wirklich verstehen müssen. Leute, ich weiß nicht, mir wurde in den letzten Wochen auf jeden Fall noch klarer, wie krank eigentlich Trading ist. Es gibt Trades, die nimmt man mit. Wenn man wirklich mit der Strategie befreundet ist, wenn man wirklich mit der Strategie auf einer Wave ist und die gepeilt hat, dann trade man mal eben 90 Pips. Leute, wisst ihr, was 90 Pips zum Traden sind? In einem guten Bereich? Dafür gehen Leute 4 Wochen arbeiten. Was machen wir denn? Wir sitzen hier am Laptop. Ich weiß nicht, vapen unsere Shishas weg, drücken unseren Snooze rein und wir chillen und wir machen Cash. Ist es nicht das, was wir alle wollen? Ist es nicht das, jeder will frei werden, jeder will dies und das? Aber wenn es hart auf hart kommt, wo ist denn das Ganze? Hart auf hart, wenn das so passiert, wo ist denn das Ganze dann? Dann heißt es, ja, mein Chef fuckt mich ab, ich habe Bauchschmerzen, mein Hamster ist von der Treppe gefallen, hat sich das rechte Bein irgendwie verstaucht oder so. Scheiß auf den Hamster, scheiß auf den Chef. Aber scheiß nicht auf dich und scheiß nicht auf dein Why, wie Elan schon gesagt hat. Das Why, macht euch klar, was ihr überhaupt wollt, weil es werden Murphys kommen.
Der arme Hamster. Nein, wir gönnen auf jeden Fall jeden Hamster nicht einen Sturz, aber ihr wisst, was ich meine. Aber es werden Murphys kommen. Es werden Murphys kommen und das müssen wir uns im Klaren sein. Wer noch nicht weiß, was ein Murphy ist, Murphys Komitee. Murphys Komitee, Hausaufgabe. Deswegen, anderer Punkt, was ich von Ilya wirklich verstanden habe, weißt du, warum, wisst ihr, warum ein Fluss die ganze Zeit in Bewegung ist? Schreibt das mal in den Chat. Wisst ihr, warum ein Fluss die ganze Zeit in Bewegung ist? Ich will in den Chat Nachrichten sehen jetzt. Weil er Momentum hat, ja. Er fließt bergunter, ja, ja. Ja. Weil er Momentum hat. Sind nur zwei Leute im Chat, sind nur zwei Leute im Call oder was geht hier ab? Er ist im Flow. Yes, Sir, jetzt geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Ja, perfekt, perfekt. Und das ist einfach der Punkt. Das ist wirklich der Punkt. Ein Fluss, er ist die ganze Zeit in Bewegung, weil er fließt. Er fließt, auch wenn da Steine im Weg sind. Er fließt, auch wenn Stöcke da sind. Er fließt, auch wenn tote Tiere im Fluss liegen. Aber ihn juckt es nicht, weil er weiß, wo er hin will. Weil er weiß, wo er hin will. Und wir sind der Fluss. Wenn wir aufhören zu fließen, wir sterben aus. Versteht ihr, was ich meine? Wir sterben aus. Und das ist ein Punkt, das ist eine Metapher, die müssen wir auf uns beziehen. Und wenn wir nicht aufhören zu fließen, was soll uns im Weg stehen? Was soll uns denn im Weg stehen? Wenn wir die ganze Zeit fließen, 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 das Ziel sehen wir doch schon. Das Ziel kommt doch. Also bitte. Das ist so simpel. Jason Brown meinte auf der Bühne in Barcelona, so viele Leute fragen immer die erfolgreichen Menschen, Bro, wie werde ich so wie du, wie werde ich erfolgreich? Und dann hat er so gelacht und er meinte, soll ich dir sagen, wie? Die meinten, ja, wie? Er meinte, never quit. Also check dir, wie simpel das eigentlich ist. Never quit. Weil winners never quit and quitters never win. Winners never quit and quitters never win. Ja, schreibt euch das hinter die Ohren und setzt das einfach um. Es ist einfach nur Umsetzung. Und das ist einfach der Punkt. Gott gibt uns das, was wir wollen, wenn wir ready sind. Gott gibt uns das, was wir wollen, wenn wir ready sind. Maurice Sommer meinte das im Teamtraining in Barcelona. Und dann habe ich erstmal gecheckt, das ist nicht nur Business, das ist nicht nur Geld, das sind nicht nur Zahlen, worum es hier geht. Weil Maurice Sommer meinte, random, ganz random, er hat jemanden aus dem Publikum gepickt, meinte, Maurice Sommer, Chairman 25, hat eine Organisation von knapp 1200 Menschen, wenn nicht sogar mehr. Und er hat einen gepickt, ja. Er meinte, Bro, wenn ich dir jetzt heute sage, ich gebe dir meine Organisation, ich gebe dir alles, was ich habe, du bist Chairman 25 jetzt. Wie lange dauert es, bis dieser Chairman 25 bricht und bis diese Organisation bricht? 2 Tage. Wenn überhaupt maximal. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil wir sind nicht ready, wir sind nicht in der Lage, eine Organisation von 1200 Menschen zu halten. Sind wir nicht. Und das ist einfach der Punkt. Wir müssen durch diesen ganzen Herausforderungen, durch die Murphys, durch alles gehen, damit wir überhaupt in der Lage sind, durch diese Learnings das zu halten, was uns dann Gott gibt, wenn wir ready sind. Und das ist der Punkt, was wir verstehen müssen. Das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Und deswegen kam der Pima 50. Ich habe verstanden, ich muss ready sein. Was dazu gehört, ist Personal Development. Ilya meinte das. Es gibt Momentum und es gibt Stabilisationsphasen. Es gibt Momentum und es gibt Stabilisationsphasen. In Momentum, ihr wisst, was zu tun ist. Hustlen, hustlen, hustlen. Mit richtig vielen Menschen sprechen. Das Business jedem zeigen, der es sehen und hören will. Aber wenn das Momentum nicht da ist, kommen wir in die Stabilisationsphase. Die Stabilisationsphase ist nichts anderes, wie dass wir als Person wachsen. Weil wenn wir in dieser Stabilisationsphase als Person wachsen, was passiert? Im Momentum der neue Rank. Easy. Easy. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nichts anderes außer das. Das ist nichts anderes außer das. Und auch ein wichtiger Punkt, was ich jetzt momentan merke, einfach, wir müssen die Dinge machen, ohne dass die Upline es uns sagt. Weil ihr kennt das safe. Ihr kennt das safe. Jeder kennt es von uns damals in der Schule oder jetzt noch in der Schule. Wenn wir nicht das machen, was der Lehrer uns sagt, was heißt das für den Lehrer? Wir sind Nieten. Wir sind Nieten in dem Fach, weil wir nicht das machen, was er uns gesagt hat, ohne dass er uns sagen muss. Wenn wir aber die Sache machen, ohne dass er uns es sagen muss, was sind wir? Wir sind die Coolen in der Klasse. Wir sind die Freshen, wir sind die Schlauen, wir haben die guten Noten. Automatisch. Und das gleiche auf Business hier. Nichts anderes. Wir müssen die Sachen machen, ohne dass die Upline uns das sagt, im Sinne von Go Live. Zu Beginn direkt. Direkt zu Beginn. Schaut die Academy. Jetzt das Bootcamp. Schaut das Bootcamp. Das sind 6,5 Stunden. Wollen wir ehrlich Leute erzählen, die brauchen 2-3 Monate für 6,5 Stunden? Aber wenn Top Boy kommt auf Netflix, neue Staffel, bist du bereit, das in einem Tag zu gucken? Bist du bereit, das in einem Tag zu gucken? Wie geht das?
Wie geht? Juckt dich das Business also nicht? Juckt dich das Business also nicht? Juckt dich also Topboy auf Netflix mehr oder was? Bro, wenn das so ist, dann man ist nicht für dieses Business. Ich sag direkt, wie es ist. Real Talk. Make a break von Joshua. Das ist mir im Kopf geblieben. Make a break, Real Talk machen. Manchmal sind wir zu nett, aber das ist einfach der Punkt. Und wir reden nicht das, was ihr hören wollt. Wir sagen das, was ihr hören müsst, um aufs neue Level zu kommen. Das ist immer der Unterschied zu dem, ja? Das ist einfach so ein Punkt, was ich auch für mich daraus gepickt habe. Vergleich dich nicht mit anderen. Wenn du nicht läufst, dann kannst du nicht erwarten, dass du weiterkommst. Weil wenn wir uns mit anderen vergleichen und uns davon runterziehen lassen, dann können wir nicht aufs Level kommen, wo wir hinwollen, weil jeder hat seinen Schuh zu tragen, jeder hat seine Herausforderung zu gehen, jeder hat seine Learnings, aber jeder individuell. Also kann man nicht sagen, wenn der eine das durchlebt, der eine das durchlebt, kann man das nicht auf sich beziehen. Deswegen, go your fucking way, go your fucking way, mach einfach, Digga, guck nicht auf andere. Guck nicht auf andere, weil wir wollen doch das FTMO-Konto. Wir wollen doch den Rank hitten. Und wenn wir das nicht machen, wird es kein anderer für uns machen. Weil eine Sache soll gesagt sein, die ich auch für mich verstanden habe, eine Sache soll gesagt sein, in diesem Leben macht keiner was für uns. Wenn wir uns nicht das holen, was wir wollen und was wir brauchen, dann kommt der Erfolg nicht an die Tür und klopft und sagt, ja, Bro, hier bin ich, nimm mich. Schmeckt euch das ab. Deswegen müssen wir bereit sein, wirklich die Skills umzusetzen, die man braucht. Einladen, Hebel nutzen, edifying. Das sind die Skills, die wir gemacht haben zum P150. Einladen, edifying, Hebel nutzen. Richtig, Daniel, richtig, richtig, richtig. Das ist der Punkt. Jeder hat die Möglichkeit. Aber wir haben hier die Möglichkeit, durch 3 simple Skills, um aufs erste Level zu kommen. Und wenn wir das erste Level gemeistert haben, dann ist es nur Routine. Dann ist es nur eine Routine. Dann machen wir, bis wir an den Punkt kommen, ja? Bis wir an den Punkt kommen. Hebel nutzen, einladen, edifying. Wir haben es nicht anders gemacht, wie Alan schon gesagt hat. Wir haben unsere Jungs angecheckt. Jungs, schaut mal, geedified, eingeladen, Hebel genutzt. Was ist passiert? Nutzt eure Uplines, nutzt einfach eure Uplines. Wir müssen hier nichts neu machen. Und das ist einfach der Punkt. Die Warenkontakte launchen. Erstellt euch Listen, erstellt euch Kontaktlisten. Kontakte A, weil in der Kaltakquise müssen wir noch nicht agieren. Als noch kein Rank, ja? Als Unranker müssen wir nicht in der Kaltakquise agieren, weil die Warenkontakte, jeder hat 4, 5 Leute. Jeder hat doch 4, 5 Leute. Keiner läuft doch allein durch diese Welt. Und das ist halt der Punkt. Ihr müsst euch klar machen, ich habe Bock, mit meinen Freunden zu hustlen und ein Business zu bauen. Das ist der Unterschied zu, ich will Leute hier reinholen und durch die profitieren, weil es heißt People over Profits, nicht Profits over People. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Richtig. Und merkt euch eine Sache, bigger list, bigger business, weil massive communication means massive income. Das ist ein Kommunikationsbusiness, Leute. Das ist ein Kommunikationsbusiness, nichts anderes. Je mehr wir mit Leuten sprechen, desto größer wird unser Business. Aber was dazu gehört, ist Konstanz. Und auch wenn die ersten 2, 3 Freunde sagen, nee, das ist nichts für mich, dann gehen wir zu den nächsten 2, 3 Freunden, mit denen wir hustlen wollen. Seht die Idee dahinter, aber seht nicht das Geld in den Menschen. Weil wenn wir das Geld in den Menschen sehen, wird uns Gott nicht das geben, was wir brauchen. Versteht ihr, was ich meine? Er wird uns nicht das geben, was wir wollen, wenn wir nur das Geld darin sehen. Weil ihr könnt euch die Frage selber beantworten, wenn wir nur die Dollar Signs, wenn wir nur die Euros im Menschen sehen, wie lange dauert es, bis es weg ist? Wir sind hier Chancengeber, wir ermöglichen Sachen, wir öffnen Türen für Menschen ins neue Leben. Wir machen nichts anderes. Das ist nicht, was wir einen Staubsauger verkaufen. Das ist nicht, weil wir eine Waschmaschine verkaufen oder einen Fernseher, die Leute gar nicht haben wollen. Nein, das braucht doch jeder. Jeder will doch frei sein. Wir leben nur 80 Jahre. Leute checken nicht, Leute denken manchmal, wenn wir jetzt, ne, Gott bewahre, aber Leute denken manchmal, wenn wir sterben, dass das wie in GTA ein Restart ist. Aber nein, das gibt's doch nicht. Ich meine, deswegen haben wir doch die Chance, ergreift es. So simpel. Jeder rankt verschiedene Skills, aber wir reden von P150. Hebel nutzen, einladen, edifying. That's the point. Routine reinbringen, Goal Card schreiben, Deadline setzen, Gameplan. Mit 50 bis 80 Leuten am Tag sprechen. Bigger List, bigger Business. Weil die Quote ist, eine Person von 10 Menschen, die starten. Wie einfach ist das bitte? Eine Person von 10 Menschen, die starten. Also wollt ihr den P150 machen, könnt ihr euch hochrechnen, was ihr Tag für Tag machen müsst.
Sprecht mit 30 Personen. Lasst Puffer da, 50 bis 80 Menschen. Sprecht mit denen. Kommt in Kontakt. Komplett egal wie. Auf der Straße, per Instagram, es ist scheißegal wie. Aber Massive Communication means Massive Income. Und das ist einfach der Punkt. Es wird sich keiner interessieren, wie wir gestartet sind. Weil mir war es egal, mir war es scheißegal, wie ich gestartet bin. Weil jetzt denkst du, einer fragt mich, Bro, wie hast du das erstmal mit einer Person gequatscht? Nein, die sehen gerade nur, dass wir gerade da sind, wo wir sind. Weil die fragen mich, wie hast du mit der ersten Person gequatscht? Es juckt keinen Außenstehenden. Deswegen hat es euch auch nicht zu jucken. Wir machen uns hier nicht zum Clown. Es werden Menschen sagen, was machst du da? Das cringe mich weg, dass du Face-Stories machst und dass du auf Insta aktiv bist und dies und jenes. Hast du nicht gesehen. Aber wen soll es jucken? Weil ihr wisst, wofür ihr das macht. Why? Das ist so simpel, Leute, ehrlich. Deswegen setzt einfach diese Punkte um. Weil wir sind in einem Business, wo wir Geld verdienen, wenn wir anderen Leuten helfen, Geld zu verdienen. Wir sind in einem Business, wo wir Geld verdienen, wenn wir anderen Menschen helfen, Geld zu verdienen. Also was gibt es denn Geileres? Mein Vater weiß immer noch nicht, was ich mache. Der weiß einfach nur, dass ich anderen Menschen helfe, Geld zu verdienen und dafür werde ich entlohnt. Also bitte. Versteht ihr, was ich meine? Es gab kein einfaches Business so und das ist halt der Punkt. Und drei Dinge, die wir unbedingt brauchen in diesem Business ist, ich nenne es jetzt, ja, ich mache langsam, drei Dinge, die wir unbedingt in diesem Business brauchen, sind einmal das brennende Verlangen, sprich das Why. Einmal das brennende Verlangen, das Desire. Nicht die Motivation, die Dedication. Weil durch das Why entsteht die Dedication, ja. Einmal das brennende Verlangen, die Coachability und wir müssen bereit sein, die Arbeit reinzustecken. Das sind drei Punkte, die im Kopf anfangen. Brennendes Verlangen oder im Herzen, wie man es nennt, Kopf, Herz. Brennendes Verlangen, Coachability und wir müssen bereit sein, die Arbeit reinzustecken. Und das ist einfach der Punkt. Ich habe jetzt noch ein, zwei Sachen hier und da möchte ich halt wirklich, dass ihr das versteht. Wirklich, ich bitte jetzt darum, dass ihr das wirklich versteht, weil es gibt vier verschiedene Phasen. Die habe ich von Adrian. Ja? Adrian hat das letztens, wann war der Call? Ich glaube, Freitag war der Call, um 23 Uhr. Freitag war, ihr könnt das auf Go Live gucken, geht auf Cedric Go Live, Jan Mundalo, Adrian, Miki und Ilia haben gespeakt. Eine Stunde lang Value, was mein Kopf komplett verrückt. Das hat mich nicht mehr wissen lassen, wo links und rechts ist, weil ich so krank geimpacted wurde von dem ganzen Scheiß, dass ich einfach Bock hatte durchzuziehen. Und das ist einfach der Punkt. Phase 1 ist, wir kommen in dieses Business und wir wissen gar nicht, was wir machen. Wir holen uns die Informationen, damit wir wissen, worum es überhaupt geht. Das ist Phase 1, ja? Phase 1 ist, wir wissen gar nicht, was wir machen. Wir wissen gar nicht, was wir nicht wissen. Deswegen müssen wir uns Informationen holen durch die Uplines. Wir wissen nicht das, was wir nicht wissen. Phase 1. Phase 2 ist, du verstehst, was Sache ist und du verstehst, was du machst. Das baut aufeinander auf. Wir holen uns die Info, danach verstehen wir, was wir machen und machen es. Weil wir wissen, das verhilft uns zum nächsten Rank. Phase 3. Du machst die nötigen Dinge, weil du weißt, was gemacht werden muss. Das ist ein Blueprint, Leute. Also das ist ein roter Leitfaden, den befolgen wir auf konstant, auf Routine und dann landen wir da, wo wir landen wollen. Und die vierte Phase nach diesen drei Phasen ist, wir machen die Dinge dann nur noch auf Autopilot. Kennt ihr, wenn ihr im Auto Autopilot einschaltet, ihr chillt einfach, weil das Auto weiß schon, was gemacht werden muss. Phase 3 war, du machst die nötigen Dinge, weil du weißt, was gemacht werden muss. Ich wiederhole es nochmal komplett. Phase 1, du weißt nicht, was du nicht weißt. Phase 1 ist, du weißt nicht, was du nicht weißt. Wie man durch diese Phase geht, die Infos holen, die Upline nutzen. Sie gibt uns an, in welche Richtung wir laufen müssen. Damit kommen wir in Phase 2. Du verstehst, was Sache ist und du verstehst, was du machst. Du verstehst, was Sache ist und du verstehst, was du machst. Phase 2. Phase 3 ist, du machst die nötigen Dinge, weil du weißt, was gemacht werden muss. Du machst die nötigen Dinge, weil du weißt, was gemacht werden muss. Phase 4, du machst die Dinge auf Autopilot, weil du sie gecheckt hast. Du machst die Dinge auf Autopilot, weil du sie gecheckt hast. Das war's. Das sind die vier Phasen. So. Und letzter Punkt. Warum manchmal wirklich die Rückschläge so hart hitten, das habe ich gecheckt nachdem Adrian Lux von Retired Young gespeakt hat. Warum die Rückschläge so hart hitten, ist, weil dein Ziel zu klein ist. Ja? Rückschläge hitten so hart, weil unsere Ziele zu klein sind. Weil, wenn wir nur von dem P1 träumen,
aber die Herausforderungen größer als der P1 sind, dann frisst uns das, dann macht uns das kaputt. Das heißt, wenn wir vom P150 träumen und wir wissen 100%, wir wollen den P150 bis zu der und der Deadline durch den Gameplan, dann sollen die Herausforderungen kommen, weil wir wissen, was wir wollen, weil wir wissen, wo wir hinwollen. Und das ist einfach der Punkt. Die Sachen umsetzen und dann diese ich hole mir, was ich mir holen will, Attitude reinbekommen. Komme, was wolle, ich hole mir, was ich mir holen will. Weil your energy is your identity. Your energy is your identity. Ja? Und das war's. Das ist der Punkt, das sind die Punkte von Alan und von mir. Das ist der Gameplan zum P150. Easy. Leute, rastet mal aus, wenn ihr wirklich verstanden habt, was dieser P150 hier zu bedeuten hat. Was überhaupt abgeht, was für Nuggets hier gedroppt wurden. Ich liebe diese Energie, ich liebe diese Energie. Geil, 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 geil. Props, Leute, an euch. Einmal kurz Applaus, dass ihr überhaupt auf diesem Call wart hier. Geisteskrank, geisteskrank. Deswegen, Bro, ich schaue meine Seite, ich bin durch. Ich danke euch vielmals, dass ihr zugehört habt, dass ihr wirklich aufgenommen habt, bis fast 22 Uhr. Deswegen gar nicht lange warten. Double Rush Promo, umsetzen, let's go. Crazy, mega, mega, mega. Wow, Leute, also eigentlich meine Erwartungen zu 100% nur übertroffen. So, ich wusste eigentlich, dass ihr das wirklich komplett auseinandernehmt, dieses Thema. Aber auch für mich nochmal mega, mega gute Parts wirklich drin gewesen. Vor allem mit dieser Phasenaufteilung, die du jetzt gerade nochmal am Ende genannt hast. Also wirklich extrem, extrem cool. Weil, Leute, vielleicht ist euch aufgefallen auch, wie viel, / wenig Alan und Rustik jetzt eigentlich über die Skills gesagt haben und wie viel eigentlich über das Mindset, über das Denken, über die Denkensweise, über die Ansichtsweise, die man dazu haben muss. Weil, Leute, die Skills, es ist nicht viel. Russe kann es bestimmt auch nochmal in den Chat schreiben. Es ist einladen, es ist edifying und es ist den Hebel nutzen. Es sind wirklich diese kleinen Dinge. Es ist genau das gleiche wie im Trading. Ihr könnt halt so viel hier vom Network, von Mindset aufs Trading übertragen, Leute. Eine Strategie habe ich euch in 20 Minuten erklärt, um die geht es nicht. Es geht um eure Disziplin, ums Machen, um die Konstanz, um die Umsetzung. Deswegen sind einfach so viele Parallelen einfach bei dem Ganzen. Aber Leute, ich glaube, einen besseren Plan wie das hier hättet ihr wirklich nicht bekommen können. Ich bin mega dankbar, das Ganze jetzt sogar aufgenommen zu haben, dass ich uns das immer und immer und immer wieder anschauen kann. Weil das, Leute, was ihr jetzt gerade gehört habt, das war wirklich ausführlich. Das war wirklich der perfekte Plan, wie man das hier wirklich durchziehen kann. Und ich hoffe wirklich, dass ihr mit diesem Plan definitiv ans Umsetzen kommt.